Dimitris Philippas ist ein Opfer der Krise. Der 50-Jährige war ein erfolgreicher Autohändler, bis der Absatz wegbrach. Als ersten Sektor hat die Krise den Autohandel getroffen. Sie sind sehr gut, wir schätzen Ihre Arbeit, haben Sie zu mir gesagt, aber unglücklicherweise können wir Sie nicht mehr bezahlen, also müssen wir Sie entlassen. Hoffnung, was heißt in Griechenland schon Hoffnung? Das Wort kennen wir hier nicht mehr, ich weiß nicht, was das ist. Professor Georgios Katrugalos lehrt Verfassungsrecht an der Demokritos-Universität in Thrakien. Er glaubt nicht, dass die Politik das Vertrauen der Bevölkerung wiedergewinnen kann. Ich glaube, es gibt eine Art Scheidung zwischen Volk und Regierung. Die Politiker wollen diese Auszeit zwischen ihnen und der Bevölkerung mit Tricks lösen, zum Beispiel einem Referendum. Politiker und andere Repräsentanten sprechen zu den Medien. Das ist normal, das gehört zu ihrem Beruf. Aber die Menschen hier im Protestcamp auf dem Syntagma-Platz haben beschlossen, nicht mehr vor laufender Kamera zu sprechen. Sie sagen, sie hätten zu schlechte Erfahrungen gemacht. Sie hoffen jetzt, dass ihre Nachricht durch das Internet in die Welt geht. Und sie versprechen, heute Abend zum Vertrauensvotum Zehntausende zu sein. Olaf Bruns, Athen, Euronews.